So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. In der letzten Folge habe ich ja ein bisschen eine Quasselfolge angelegt, ein bisschen zu erläutern, was ich jetzt so ein bisschen vorhabe. Und ich denke, ich brauche noch ein bisschen Sauerstoff und ein bisschen Wasserstoff. Obwohl eigentlich, wenn ich hier bin und baue, eigentlich nicht, wenn ich es mir richtig überlege. Okay, also in der letzten Folge habe ich ja ein bisschen erläutert, wie ich mir so die Rohstoffgewinnung vorstelle. Und da war der Punkt, erstmal runterkommen hier. Also ich habe diesen Container hier mal angeschlossen, da oben an dem Port. Einfach um hier Zugriff auf unsere Ressourcen zu haben. So, also. Ich glaube, das muss ich nochmal tutto completo abbauen. Das ist nichts, was wir jetzt tatsächlich verwenden können. Das war einfach so ein Versuch, wie kann man was und welche Komponenten haben wir hier eigentlich. Und wir packen mal die Sachen hier rein. Und dann war ja die Überlegung, so eine Art Rover zu bauen, der die Batterie wird jetzt etwas dauern. Nö, gar nicht mal. Okay. Einen Rover zu bauen, mit dem wir ein bisschen rumfahren können und mit dem wir unsere Erze einsammeln können. Und als Zwischenstation hätte ich diesen Big Rover von Phantom hier, der da oben steht, als Relais sozusagen benutzt. Also mit dem kleinen Miner, den wir hier jetzt bauen, Small Grid. Wir haben meine Überlegung jetzt gewesen, rumfahren, Sachen abbauen und dann auf den großen umladen, der dort in der Nähe parkt, sodass man immer schnell sozusagen am Abbauort ist und der große Rover hat dann die entsprechenden Kapazitäten, um den ganzen Quatsch zu speichern. So, und jetzt kommt hier nochmal jetzt müssen wir hier nochmal die kleinen Blöcke, aber da brauche ich natürlich Stahlplatten, ist ja klar. Wieder vergessen. Da braucht man natürlich noch ein paar Stahlplatten. Okay, wir müssen also erstmal so ein bisschen das Gerüst hier aufbauen für den Rover. Und ich würde sagen, wir... Ja, ist die Frage, wie bauen wir das auf? Wir machen mal in der Mitte, denke ich, so ein Ding hier als Rückgrat sozusagen, Rückgrat, und hier dann vielleicht, da sehen wir dann, wie viel Platz wir brauchen. Ich mache das mal von unten, dann spart das ein bisschen habe ich hier natürlich einen Fehler gemacht, weil ich das eigentlich hätte ich das eins höher setzen sollen, aber ich glaube, das passt so auch. Also da irgendwo würde ich die Räder dran bauen an die Stelle und da vorne dann das Cockpit. Und wie gesagt, wenn wir uns jetzt das Ganze mal von oben anschauen, da kommen die Räder dran. Hier in der Mittelachse würde ich die Speicher reinpacken. Dann irgendwo rechts, links die Batterien.
hinten und vorne die Räder. Und hinten, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, ob wir hier genügend Platz noch haben. Na, ich baue das doch nochmal schnell ab. Weil jetzt kann ich das noch machen, ohne dass wir da groß rummachen müssen. Und versetzt. Dann kann ich nämlich das gleich mit einem Block absetzen vom Rotor. Genau. So. Jetzt nochmal hier einen Block und da will ich eins höher. Und dann gehen wir einfach ein bisschen weiter nach vorne. So. Ja, Chat ist low, aber das kriegen wir auch von hier unten. Und ich sag mal, der Rotor ist ungefähr die Mitte. Für unser Cockpit haben wir hier auch noch Platz. Da kommen also die Räder hin. Da kommt dann das Cockpit dran. Also das ist jetzt kein super duper ausgefeiltes Modell. Ja, ich weiß, das muss ich gleich aufsammeln. Und die Länge lasse ich jetzt auch mal frei. Einfach noch, um so ein bisschen zu sehen, wie wir jetzt mit den Frachtcontainern umgehen. Weil, jetzt kommen die Frachtcontainer. Frachtcontainer. Und da braucht er noch ein bisschen. Großer industrieller Frachtcontainer. Wie viel hat der? Wie viel hat der? Ist nicht in der gewählten Größe verfügbar. Okay. Dann sollten wir mal unter Elite schauen. Elite. Da haben wir nämlich den Elite Small Cargo Container. Keiner Container kann zur Nahrung von Gegenständen verwendet werden. Die Frage ist, ob es da eine Small Grid gibt. Und das da ist Elite Medium Cargo Container. Und das ist ein Elite Warfare Battery. Okay. Ich muss mich mit den Elite Sachen hier mal erst so ein bisschen zurechtfinden. Ein bisschen zurechtfinden. Assembler. Large Cargo Container. Not available. Dieser Block ist nicht in der gewählten Größe verfügbar. Was heißt denn das? Ich ziehe mir den mal jetzt da nach unten und schau mal. Kann ich den mit der neuen? Kann ich den nicht vergrößern? Na, verkleinern. Na, große Schiff, Elite Large Cargo Container. Ja, das ist. Der ist nicht als kleine Version verfügbar. Okay. Verstanden. Also, Elite. Der ist also nicht, das wäre dieser ganz große mit 1,6 Mille Fassungsvermögen. Ne? Das wäre natürlich schon praktisch gewesen. So, das heißt, wir müssen uns mit diesem kleinen hier zufrieden geben. Elite Small Cargo Container. Der, wo war jetzt? Hier. Elite Medium. Und wo haben wir den Small? Hier. Battery. Elite Survival Kit. Wo ist dieser Container? Elite Medium Cargo Container. Der wäre schon wahrscheinlich geeignet. Elite Survival Kit. Elite Survival Kit. Small Warfare Reactor. Irgendwie ist das ein bisschen im Moment ein bisschen lagged ein bisschen. Elite Warfare Battery. Das ist jetzt das Thruster. Ist es dann der hier oben? Elite Small Cargo Container. Und das ist der Elite Medium Cargo Container. Die Frage ist,
Was brauche ich da? Brauche ich Exotic Tech 5. Die haben wir wahrscheinlich, denke ich mal. Und irgendwie kann ich den nicht mehr hier reinpacken. In den Konstruktionsplaner. Den kann ich dann nicht mehr hinziehen. Doch, jetzt kann ich ihn hinziehen, aber die Frage ist, kann ich ihn droppen? Ich versuche das mal. Also er laggt, das Ganze laggt so stark, das ist unglaublich, nicht? Ich kann den nicht droppen. Okay, also dann gehen wir jetzt mal raus und sagen hier mal, das laggt jetzt ohne Ende. Verstehe nicht warum, ehrlich gesagt. Außer mir ist eigentlich niemand am Server. Keine Ahnung, was da das Problem ist. Ja. Moment. Ich schaue mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier checken. Nicht, dass das hier wieder an meinem Speicher liegt. Nee, ganz nett. Speicher haben wir noch genügend. Tja, also keine Ahnung, woran das hier liegt. Ich habe hier wieder mein Jetpack, ist wieder fast leer. Okay, das füllt er wieder auf. Ich habe Essen, ich habe Wasser, Gesundheit, ich habe Energie. Also ich habe alles. Ich weiß es nicht, warum er dann hier so zickt, der Gute. Ist die Internetverbindung so schwach? Könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Oder der Server hat ein Problem. Ich versuche mich mal. ich versuche mich mal. Es ist ein Drama. Es ist ein Drama, weil es laggt so, dass ich überhaupt nicht mich orientieren kann. Also wir müssen da mal mit Mampf reden, was mit dem Server los ist, wie viele Module wir da eigentlich drauf haben. Ich schaue mal, ob ich mich auf den Träger stellen kann. Kann ich mich nicht. Jetzt stehe ich auf dem Rotor. Okay. So, also. Ich versuche den trotzdem mal zu positionieren. Ja, ich habe natürlich jetzt das Material natürlich nicht. Wir könnten den drehen und zwar so. Ja. Also gerade eben eingangs hat es ja noch funktioniert. Ich verstehe jetzt nicht, warum er jetzt so ein Problem hat plötzlich. Ja, der Konstruktionsplaner ist leer. Und das ist das nächste Problem, dass ich nicht mehr über den Konstruktionsplaner arbeiten kann. Elite. Also so ganz rund ist das alles noch nicht. Wir brauchen Exotic Tech, wir brauchen interne Panzerung, Herstellungskomponenten und so weiter. Das muss ich mir jetzt alles merken. Exotic Tech, 4 Stück. Das ist Common Tech. Dann haben wir hier Rare Tech. Wir haben keine Exotic Tech, denke ich. Da müssen wir schauen, ob wir die produzieren können. Aber ich vermute, wir können die gar nicht produzieren, weil uns da die Rohstoffe fehlen. Das ist also noch ein bisschen ein Problem. Da haben wir aber jede Menge Flaschen. Die kann ich mir bei der Gelegenheit, könnte ich mir die sogar krallen. Aber die brauche ich jetzt eh nicht. Und es laggt hier auch. Also ich kriege hier die Anzeige nicht richtig in den Griff.
Also es ist im Moment ein bisschen unbefriedigend. Ein kleines bisschen unbefriedigend. So, wir haben keine Exotic Tech. Wir schauen mal, ob wir die bauen können. Wir sind im Assembler. Hallo. Hi, Phantom, bist du das? Ja. Schön, hallo. Ich bin hier gerade am Rummachen. Come on, Tech. Ich versuche gerade so einen kleinen ersten Entwurf für einen Rover. Hab nur das Problem, dass es im Moment laggt ohne Ende. Also jetzt scheint es gerade wieder zu gehen. Aber bis gerade eben hat es noch total gelaggt. Wir können keine Exotic Tech bauen, ne? Weil uns Gold und Uran fehlt. Kann das sein? Ja. Okay. Das heißt, wo kriegen wir das her am besten? Ja, müssen wir meinen heute. Ja. Müssen wir entweder meinen oder... Also ich wollte halt... okay, aber wenn du da bist, dann können wir ja mal vielleicht kurz reden, ne? Dann würde ich jetzt vielleicht einen normalen Frachtcontainer, einen mittleren Frachtcontainer da einfach draufpacken. Meine Überlegung war, also A, kriege ich diese Exotic-Tags, kriege ich nicht in den Konstruktionsplaner rein. Das heißt, man kann sich die Komponenten nicht holen über den Konstruktionsplaner, ne? Ja, jetzt ist das Lagging wieder vorbei. Jetzt scheint er wieder ganz normal. Okay. Also, meine Überlegung war, so einen kleinen Rover, der hinten irgendwie so zwei oder drei Bohrer hat, hinten, die man sowohl waagerecht stellen kann über so ein Gelenk, als auch nach unten klappt kann senkrecht, die er also sozusagen hinter sich herzieht und dann am Boden abbaut. Weißt du, wie ich meine? Ist jetzt ein bisschen... schwer zu erklären oder weiß nicht. Und der Clou wäre, dass das Ding eben relativ einfach zu handhaben ist. Du fährst einfach rum und ziehst das Ding hinter dir her. Und wenn du es waagerecht stellst, die Bohrer, dann kannst du, sage ich mal, rückwärts in einen Hang reinbohren, schräg. Oder um so irgendwo zum Erzvorkommen runter zu bohren. Das war so meine Überlegung, weißt du? Sowas zu haben, ne? Und den Big Rover einfach mitzunehmen und den dann in der Nähe oder nebenan zu parken und über den dann sozusagen die Komponenten zu speichern. Also dann Speicher reinpacken. Und die Komponenten dann einfach da drin zu speichern und eventuell nochmal Elite-Refineries reinzubauen und währenddessen schon die Sachen, die wir abbaut, im Rover schon sozusagen zu verarbeiten, zu barren. Ganz oder teilweise, je nachdem, wie schnell das geht. Damit wir dann die Speicherkapazität einfach ein bisschen geringer halten können. Was hältst du denn von der Idee grundsätzlich? Oh, klingt doch ganz okay. Ja. Aber eigentlich musst du ja gar keinen extra Rover bauen, theoretisch gesehen. Man könnte ja auch den Big Rover nehmen und einfach da statt dem Landepad hinten einfach einen Kran drauf bauen. Wo man einen Bohrer dann hat. Ja, genau. Könnte man auch machen, ja. Meine Überlegung war halt, ich habe mir ein bisschen umgeschaut, dass hier die Erzvorkommen, egal ob Eis oder Eisen oder was auch immer, in so Patches vorkommt, ne? Also in so Feldern, die da ein bisschen größer sind und in einer bestimmten Tiefe praktisch liegen. Und wenn man mit so einem Bohrer, musst du immer fahren, musst immer runterbohren, musst du schauen, dass du das Ding anbohrst. Und man wird so ein Vorkommen wahrscheinlich nie so ganz sauber rausnehmen können, vermute ich mal. Ne?
Ich weiß es nicht. Nee, das wirst du nicht können, ne. Und meine Überlegung war eben, irgend so ein Tunnel, relativ großzügig, vielleicht zwei, dreimal reinbohren, so ein Tunnel bis zum Vorkommen machen und dann sozusagen die obere Kante des Vorkommens sozusagen zu suchen, die Oberfläche, und sich da praktisch das dann komplett rauszuarbeiten, weißt du? Und dann das komplette Vorkommen unterirdisch abzubauen. Ich weiß nicht, ob du solche Bilder kennst von so Salzstöcken oder so, die da, ne, wo praktisch Straßen in diesen Salzstöcken gehen und wo die auch praktisch unterirdisch komplett rausgearbeitet werden. Also so ähnlich habe ich mir das eben vorgestellt, ne? Ich weiß nicht. Okay. Wäre mal ein Versuch wert, ne? Und dann hätte man eben so am Vorkommen tutto completo mal rausgeräumt, ja. Und wenn der Rover eben schon Raffinerien hat, dann muss man da auch nicht immer so schnell wieder zurück zur Base und das Zeug abladen, sondern man kann das vor Ort im Prinzip über so ein, zwei Raffinerien schon verarbeiten und während man bohrt, können die Raffinerien den Quatsch schon im Prinzip in Barren umwandeln. Und bei den Verhältnissen, die Mamfia eingestellt hat mit, was weiß ich, 3% Ausbeute vom Erz zum Barren, können wir das Erzvolumen im Prinzip dann auf 5 bis maximal 10% eindampfen, ne? Schon vor Ort. Das war so meine Überlegung. Ein theoretisch wäre der sinnvollste Vorgang, wenn wir statt extra ein Fahrzeug bauen, eigentlich eine direkte Pipe zu den Feldern hin verlegen und dann einen Bohrer bauen, der quasi an der Station dran klebt, schon an der Pipe. Ja, das habe ich mir auch überlegt schon. Das wäre das einfachste und effektivste, glaube ich. Ja, aber wie kannst du an einem mobilen Rover oder wie auch immer dann den mit einer Pipe irgendwie verbinden? Nein, gar nicht den mobilen. Du suchst hier das Feld, fängst an, eine Pipe dahin zu bauen von der Station aus. Ja. Und dann baust du einfach da Motor, Rotor und so dran. Und der bohrt dann einfach runter. Okay. Habe ich auch überlegt, vor allem für die naheliegenden. Wir haben, sage ich mal, 3, 4, 5, je nachdem, was man jetzt als nahe bezeichnen will, Felder vor Ort, rund um die Station rum, um die Base rum. Also da wäre das schon möglich. Aber ich denke mal, wir müssen irgendwann, sind wir einfach weit weg oder weiter weg. Sei es, weil wir das, was wir brauchen, nicht finden da. Oder weil das die Erze, die wir brauchen, eben nicht so neu an der Base vorkommen. Ne? Das ist jetzt die Frage. Also man kann das für die naheliegenden Ressourcen, könnte man sowas machen. Irgendwann müssen wir aber dann weiter entferntere ausbeuten und ich weiß nicht, wie weit es Sinn macht, eine Leitung zu ziehen. Ne? Also irgendwann, denke ich, müssen wir auf so ein Konzept mit einem Rover oder so umsteigen, mit dem wir die Sachen dann transportieren, oder? Naja, nicht zwingend. Ja, du meinst also, man kann da über, keine Ahnung, 1, 2 Kilometer auch so eine Leitung ziehen, oder? Ja. Okay. Das geht schon. Wäre jetzt mal ein bisschen, naja, muss man nicht, aber könnte man auf jeden Fall machen. Die Frage ist aber dann, wie viel Aufwand das ist, ne? Wie viel Zeit braucht man, um sowas zu bauen, um das dann anzuschließen. Du musst ja dann das Mining-Rig auch irgendwo abbauen, dort vor Ort am neuen Feld wieder aufbauen. Oder du baust Triebwerke dran und versuchst das irgendwie zu shiften, aber das ist ein ziemlicher Aufwand, bis das dann steht, denke ich, ne? Also mir gefällt, also für die naheliegenden Felder denke ich ja, da macht
wär das ohne weiteres möglich, weil jetzt sage ich mal, über 50 Meter so eine Leitung zu ziehen, dort einen Rig aufzubauen, unmittelbar an der Base, du hast die ganzen Rohstoffe mehr oder weniger vor Ort, du kannst über die Leitung dir einen Container hinziehen vor Ort, wo du die Materialien entnehmen kannst, da ist man wahrscheinlich relativ schnell, ne? Aber für weiter Entfernte, denke ich, würde ich eher das erste Konzept irgendwie im kleinen, agilen Miner. Den Rover, den wir ja schon haben, mit Speicher ausstatten. Ich meine, du hast jetzt zwei 800.000 Liter und ein 1,6 Millionen Liter Speicher, glaube ich, im Rover, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Das heißt, wir haben 3,2 Millionen Liter Speichervolumen im Rover. Ja, also im Rover ist mehr als genug Platz. Ja, das heißt, wenn wir dort jetzt noch sagen, wir bauen noch eine Raffinerie ein und können irgendwann, was weiß ich, selbst wenn der das nicht wegarbeiten, die Raffinerien das nicht wegarbeiten können, was wir meinen, dann können wir doch das Volumen Erzvolumen deutlich reduzieren, wenn wir schon mal die Hälfte oder was weiß ich im Barren umbauen. Und dann fährt man halt vielleicht statt fünfmal hin und her nur zweimal hin und her, ne, zur Base und pumpt dann den ganzen Kram in die Base. Man könnte auch einfach Außenposten bauen. Man macht ein paar Ressourcen in den Big Rover und fährst dann los und baust quasi kleinen Mining-Posten. Bloß, dass halt alles stationär ist, so wie ich es dann gesagt hatte, dass du dann an der Station den Bohrer hast und so. Okay. Gut, dann habe ich irgendwo eine Station, wo ich Eisenerz fördere, sagen wir mal, ne? Dann habe ich dort jede Menge Eisenerz oder Eisenbarren am Ende. Dann nimmt man den Rover einfach dazu, die Ressourcen dann zu transportieren. Da kannst du da, also ja, eigentlich wäre es dann, würde ich da dann aber auch tatsächlich keine Raffinerien zum Beispiel mit dran bauen. Nee, wenn du das stationär hast, dann kannst du ja ein, zwei Raffinerien tatsächlich dort stationär auch hinstellen. Ne? Das Problem ist nur bei den Verhältnissen, die Mampf eben jetzt hier eingestellt hat am Server, haben wir, was weiß ich, die Ausbeute bei Eisen ist normalerweise 70%, ja, zwischen Eisenerz und Eisen. Und ich glaube, er hat es auf ein Drittel runtergedampft. Also sage ich jetzt mal 20-22% oder so. Kriegst du von Erz noch an Eisen raus. Na, das heißt, da ist jetzt einfach die Frage, du fährst im Prinzip fünfmal öfter, wenn du Erz transportierst, anstatt die Barren. Ne? Weißt du, was ich meine? Ich meine, wenn das jetzt nicht weit ist, wenn wir jetzt über ein paar hundert Meter reden, dann ist das ja kein Problem. Aber wir werden ja irgendwann, haben wir die naheliegenden Sachen ausgebeutet. Und dann müssen wir weiter weg. Oder wir gehen dann ins All und schauen, ob wir auf Asteroiden oder wie auch immer. Keine Ahnung. Aber, Und die Frage ist auch, ich meine, wir haben mit dem Rover im Prinzip eine mobile Station. Das Ding ist so groß, dass du da im Prinzip alles draufbauen kannst, was du willst vor Ort. Ne? Und da muss ich da nichts abbauen, sondern ich fahre mit dem Ding einfach dann Kilometer weiter und baue dort das nächste Vorkommen ab letztendlich. Ne? Und ab und zu fahre ich dann mit dem Barren zurück zur Base. Oder von mir aus mit der Hälfte des Erzes und klatscht es dann hier in der Base einfach in die Raffinerien rein und macht den Rest dann hier vor Ort. Irgendwie so. Also ich würde sagen, ein Versuch wäre es wert, oder? Einfach mal probieren. Und dann schauen, wie es läuft. Und wenn wir merken, dass wir nicht zurechtkommen, kann man immer noch ein anderes Konzept verfolgen. Ja. Und ich meine, wir haben jetzt schon 80% der Sachen, die wir brauchen. Diesen kleinen Miner zu bauen, ist eine Sache auf eine Stunde. Und den dann zu testen, nochmal eine Stunde oder so, hier vor Ort mal irgendwo zu testen. Und dann wäre nur die Überlegung, bauen wir in den Rover noch irgendwelche Raffinerien ein? Ja, nein.
Oder arbeiten wir mit dem vorhandenen Speicher einfach? Pumpen einfach das Erz da in den Big Rover und fahren halt dann einfach das Erz zur Base und laden es dort raus und verarbeiten es dort. Können wir auch dynamisch machen. Wir können erstmal das Erz probieren und wenn wir merken, vor allem bei wenn es dann weiter weggeht, immer in die naheliegenden Ressourcen, da sind wir ja gleich da. Da sind wir ja in 5 Minuten oder in 2 Minuten an der Base letztendlich mit dem Rover. Ne? Aber wenn es dann weiter weg ist und du fährst schon 10 Minuten, Viertelstunde, bis du an der Base bist und dann musst du alles entladen, was beim Erz entsprechend bei den Mengen entsprechend lange dauert. Und dann fährst du wieder zurück. Dann bist du so für eine Runde, eine halbe Stunde, was weiß ich, Dreiviertelstunde unterwegs. Ist einfach so meine Überlegung jetzt, ne? Und wir bräuchten was, wo wir einfach an den Rover connecten können mit so einem kleinen Miner. Unten irgendwo auf der Höhe, wo der Miner sozusagen funktioniert, weil der wird ja deutlich kleiner werden als der Rover. Und wir bräuchten an der Station nur irgendwo einen Verbinder, wo wir mit dem Rover dann andocken können. Einfach, ne? Ja. Also das wäre die Sache. Und wie gesagt, ich denke, ich schätze mal so 1, 2 Stunden hätten wir das ganze Equipment gemacht und könnten dann einfach mal testen und schauen, wie es uns damit geht. Und wenn wir merken, das bewährt sich nicht, dann verfeinern wir halt nochmal und oder machen doch vor Ort was oder keine Ahnung. Ich meine, wenn wir irgendwo eine große Ansammlung von Erzfeldern finden, die nahe beieinander liegen, dann kann man immer nur überlegen, dass man dort eine Außenstelle irgendwo dann hinbaut, ne? Und sagt, man fährt eben nicht alles zurück in die Mainbase, sondern man hat draußen eine Außenstelle und macht eben dann eine kleine Raffinerie oder ein paar Raffinerien und Speicher und so weiter und kippt es dann erstmal dort rein und holt sie dann von dort einfach die Barren in die Base. Das ist jetzt alles im Prinzip unter der Annahme, dass alles immer friedlich läuft, ne? Weil je mehr du draußen hast, jetzt ist eh die Ding wieder aus, oder? Wenn ich es richtig sehe, die Safe Zone ist aus. Ja. Wenn wir dann so und so viele Außenstellen haben und wir müssen davon ausgehen, dass das eher unfriedlich läuft. Was ist jetzt los? Jetzt bin ich da in einen Graben gefallen. Und verletze mich da, oder wie? Shit. Okay. Am Fenster ist so ein Graben. Wenn ich da reinfalle, dann nehme ich Schaden. An diesem schrägen Fenster. Egal. Anderes Thema. Also, wenn es tatsächlich mal so wird, dass irgendwelche Leute da unfriedliche Absichten haben, dann tun wir uns natürlich auch schwer, das alles zu verteidigen, ne? Mit 2, 3 Basen und so weiter. Bist du noch da? Ja. Ja. Oder Ich hast du schon? hab grad ein Fraktionsfinale. Sorry, da bin ich gerade ein bisschen Ah, okay. Achso, abgelenkt. du bist gerade woanders noch, ne? Achso, ja, Starfield, ne? Ja. Okay. Ja, sagen wir mal einfach so, ich baue den Rover jetzt einfach mal fertig und dann können wir ja einfach schauen. Schau ihn dir dann an oder ich teste ihn mal und dann Ich schauen wir sag mal und dann können wir immer noch. Einfach so, mach doch einfach, wie du denkst. Ja, eben. Ressourcen haben wir genug, außer die, die uns fehlen. Ja, also außer diese Elite-Kisten. Also ich halte den Ball einfach flach und mache das jetzt mit normalen Containern und mit normalen Komponenten. Dann können wir das später immer noch aufbauen, wenn wir der Meinung sind, wir brauchen das. Ne? Okay, naja, na dann lass dich nicht stören beim Finale. Ja, ich bin ungefähr eine halbe Stunde, dann bin ich eh wieder weg. Ansonsten hören wir uns die Tage mal dann, denke ich. Okay. Ja. Alles klar. Dann viel Spaß. Ja, ich werde lieber noch rausgehen. Alles klar. Hat viel los. Ja. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal, ne? Ja, bis dann. Viel Spaß.
Ja, danke. Ciao. Ciao. So, jetzt haben wir hier. Ich habe hier mal gerade so reingespickt. Also diese kleinen Container, die haben dieser mittlere Frachtcontainer Small Grid, der hat 3300 Liter. Wenn ich da jetzt vier Container dran packe, dann hat das Ding 13.000 Liter. 13.000 Liter. Das heißt, bis ich so einen 800.000 Liter Container am Big Rover fülle, brauche ich 130, 10 Fahrten, 130.000, 60 Fahrten mit dem Miner, um so einen kleinen Container mit Erz zu füllen. Ja, wir könnten natürlich Folgendes, also das ist jetzt alles ein bisschen Brainstorming. Wir könnten natürlich 5 Container hier ranpacken, dann hätten wir 5 und wir könnten 3 Reihen machen, dann hätten wir 15 Container, 3000 Liter, dann hätten wir 30.000, 45, so irgendwo so um die 50.000 Liter Fassungsvermögen hier am kleinen Miner. 50.000. Das wäre schon eher eine Größenordnung, wo wir wahrscheinlich Ich brainstorm jetzt mal. Wir könnten dann natürlich auch das Ganze nach oben verdoppeln auf zwei Ebenen. Dann hätten wir 30 kleine Container, A3000. Das wären 30.000, wären 90, dann wären wir irgendwo bei 100.000. 100.000 Liter Fassungsvermögen. Dann kommen wir schon langsam in die Größenordnung, die ich mir so ein bisschen vorstellen würde. Die Frage ist, wir könnten das natürlich wesentlich eleganter machen, wenn wir hier mit diesen Elite-Containern arbeiten könnten, die wahrscheinlich die 5- oder 10-fache Kapazität haben. Aber ich würde jetzt erstmal, also irgendwie erschließt sich mir dann auch die Logik nicht, dass ich erst alles reduziere und sage, ich reduziere das Fassungsvermögen der Container auf die Hälfte oder auf ein Drittel, um dann Elite-Container zu bauen, die dann wieder entsprechend höheres Fassungsvermögen haben. Dann bin ich im Prinzip wieder beim Alten. Nur, dass ich dann halt vielleicht mehr Ressourcen brauche, um diese Sachen zu bauen. Ne? Ja, also, yo, ich weiß auch noch nicht so richtig. Also, wir haben hier drei. Ich würde jetzt einfach mal hier noch meinen Strang nach hinten ziehen, an Blöcken. Und dann noch mal eine Reihe. Irgendwo müssen wir dann natürlich auch die Batterien und Gyroskope und so weiter unterbringen. Ich würde hier mal noch ein bisschen weiter. Genau. Jetzt tobt draußen der Sturm, weil es hier wieder ein bisschen neblig wird. So, und da könnten wir jetzt die Container und die Container hätten dann ja über diese Ports seitlich auch Verbindung, dass das Erz und das Erz kann über kleine Verbinder auch fließen, im Gegensatz zu Komponenten. Ups, da haben wir einen kleinen Fehler. Komme ich da ran? Ja, komme ich ran. Im Gegensatz zu Komponenten, wo wir große Ports brauchen. Irgendwie habe ich immer die Sachen hier fehlpositioniert. So, hier. Und oben drauf sitzt auch noch einer, oder? Nee. Alles klar, passt. So, jetzt könnten wir nochmal Frachtcontainer. Diese mittleren Frachtcontainer. Ich nehme jetzt einfach mal 8 mit. Ist die Frage, ob wir die jetzt.
ins Inventar kriegen, eh nicht, aber okay. So, wir könnten mal 9 und dann drehen wir dich und dann drehen wir dich, damit das alles ein bisschen einheitlich ist. So, einmal hier, dann würde ich da einen dran setzen, hier, genau. Haben wir den jetzt richtig dran? Bin jetzt nicht sicher. Nochmal kurz checken. Weil der war gedreht. So. So ist er richtig, ne? So. Jetzt haben wir den da dran. Und da. Und da. Und. Ja, dann verlieren wir jetzt den Fokus verloren. Hier so und so. So, dann haben wir jetzt hier 5 auf der Seite. Die schweißen dann mal. Dann haben wir jetzt mal unten das Gestell und wir haben, na, da habe ich jetzt einen verpennt. Der ist falsch. Wie schaut es mit dem aus? Der ist richtig. Der ist auch richtig, denke ich, ja. Und da muss ich nochmal neu. 9, zack, ja. So rum und so rum. Zack. So, okay. Dann haben wir jetzt 10. Und da drüben kriegen wir. Das ist der letzte da oben. Und auf der Seite kriegen wir. Dasselbe in grün. So. Und so. Und so. Und. Da müssen wir jetzt wieder drehen, klar. So. Und. Kommen wir nicht mehr richtig ran hier. Und so. Okay. So. Okay, und jetzt brauchen wir neue Komponenten. Frachtcontainer. Das ist der hier, der mittlere Frachtcontainer. Tun wir den mal raus. Wir brauchen keine 8 mehr, aber naja. Guter Vorteil ist, wir können alles mit Standardkomponenten erledigen erstmal. Ohne diese RareTech und so weiter. Die Frage ist nur, wie der Rover dann sozusagen, wenn er voll beladen ist, sich verhält. Moment. Frachtcontainer. Wir können ja der große Frachtcontainer. Moment. Den gibt es ja auch als Small Grid. Ich klatsche den jetzt da einfach mal bloß dran. Ich möchte nur mal sehen, wie viel G großer Frachtcontainer. Da war ich jetzt auf dem Holzweg. Wir holen uns mal die Komponenten. Weil es macht natürlich alle Komponenten erfolgreich entnommen. Ich möchte nur mal sehen, was der Fassungsvermögen hat. Sorry. Entschuldigung. Der hat 15.000. Der hat also 5-mal so viel. Der hat 5-mal so viel Kapazität wie der kleine, mittlere. Und das macht natürlich Sinn, dass wir den dann nehmen und wenn wir das heißt, wir kriegen da mit einem dieser großen Frachtcontainer kriegen wir dieselbe Kapazität wie eine Reihe. Mit den kleinen, ne? Wie fünf dieser kleinen. Ja. Das macht natürlich viel mehr Sinn.
Dass wir den dann checken und verwenden. Jo, also ich würde sagen, wir bauen die nochmal ab hier. Wir bauen die kleinen nochmal ab, wir bauen den großen nochmal ab, sowieso. Den da, das war jetzt einfach nur ein Test. Und wir bauen den da ab und dann gehen wir da mal rauf, damit unser Jetpack nicht so schnell leer wird. Und stellen uns auf den Träger und bauen das mal. Und jetzt ist das Inventory voll, okay. Und bauen die nochmal ab. Ist jetzt ein bisschen klar. Einfach ein bisschen rumprobieren, erstmal. Ne? So gesehen ist es. Kann ich das da oben nehmen? Kann ich nicht nehmen. Doch, kann ich nehmen. So, dann bauen wir das hier ab. Die Frage ist dann, können wir noch mal kurz überlegen. Inventory voll, okay. Wir können noch mal kurz überlegen, wie viel von denen wir dann tatsächlich dahin bauen. Von den großen. So, haben wir da noch mal irgendwas rumliegen? Nee, das war es jetzt, denke ich. Okay. Diese Elite-Maschinen, die sind einfach toll. Der Schweißer und der Schleifer, die sind wirklich toll. So, okay, jetzt gehen wir nochmal die Sachen abladen und dann holen wir uns mal die Komponenten für so einen großen und schauen mal, wie das aussieht, wenn wir das mit einem großen Container machen. Frachtcontainer, das ist der große und wir packen uns da jetzt einfach mal 8 rein. Und da auf der 8 haben wir ihn eh nochmal. Okay. Und jetzt stellen wir uns da mal oben drauf und schauen mal, wie wir das positionieren können. So. Auf der 8, wenn ich den da hinstelle. Der Vorteil ist, nee, der Vorteil ist, der hat hier, vier, nee, leider nicht, der hat nur 3 große und 3 kleine, ne? Wenn wir jetzt hier mal schauen, dann hat er da 3 kleine und auf der anderen Seite 3 große. Das ist gut, es ist jetzt beim Erz nicht so entscheidend, aber ja, es wäre jetzt einfach die Frage, wie wir das machen. Ne? Das heißt, ich würde den tatsächlich so hinstellen. Und dann ist der mittig und dann sind wir aber zu breit. Das heißt, wenn wir die in der Mitte zusammen haben wollen, dann sind wir mit dem Ding hier auch zu breit. Dann brauchen wir nur das hier. So, und hier drüben dasselbe. Das geht ja super schnell, ja, wenn man es richtig macht.
und hier dasselbe. Und dann können wir zwei rein. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel wir da nach hinten dran kriegen. Das können wir jetzt gleich mal testen. Vom Grid her, das ist 3x3. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie lang wir hier sind. So. Und jetzt brauchen wir auf der 8 den Container. Und den, und dann brauchen wir natürlich jetzt auch noch die Materialien. Das ist klar. So, und den hier, den. So, jetzt hier mal alles ausladen. Okay. Und dann sagen wir, wir wollen, ups, wir wollen die Komponenten für die großen Container. Und den ersten müssen wir mal so platzieren. Hier auf das Ding. Jetzt bin ich zu schmal. Shit. Wenn wir nur eins weitergehen, dann bleibt in der Mitte ein Feld übrig. Ja klar, wir haben 3x3, ne? Gut, dann bleibt in der Mitte ein Spalt. Ist so. Können wir jetzt nicht ändern. Können wir nicht ändern. Jetzt bin ich runter. Okay, also wir müssten hier Stahlplatten. Also Kommando nochmal zurück. Wir brauchen nochmal Stahlplatten. Und Blöcke. Ja, oder wir machen es doch mittig. Wir schauen mal, wie viel kriegen wir hin, wenn wir es mittig machen. So, Frachtcontainer, großer Frachtcontainer, zack, 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 raus. Wir nehmen mal 5 und wir nehmen uns mal die Komponenten mit für 5. Oder irgendwie so um den Dreh. So. Und wir tun es mal. Wir setzen den mal mittig hier, beginnen hier. Das ist die 8. Und den drehen wir so, dass der kleine Port vorn ist. Ja, es ist eh egal. Es ist erstmal egal. So, und wie kriege ich den dann da dran? Jetzt muss ich natürlich den großen Port hier. Großer Port an großer Port, damit ich die Verbindung kriege. Großer Port an großer Port. Jetzt müssen wir hier das mal schnell abschneiden, damit wir da hinsehen. Ja, das ist voll. Okay. Die 8. So wird ein Schuh draus. Ups, ups. Und ich möchte gerne, dass die großen Ports verbunden sind. Und dann könnten wir hier noch einen großen dran setzen. So rum. Okay. Das heißt, wir kriegen 4
große Container dahin und können da natürlich jetzt noch das Raster verlängern. Vier große Container und die haben jetzt eine Kapazität von, wir schweißen mal einen, wenn wir es denn das Material schaffen. Die haben 15, ne? 15.000 Liter. 15.000 Liter mal 4. 30 ist 60.000. Sie benötigen Computer. Okay. Wieso hat die Computer nicht? Genau, wenn wir da jetzt mal schauen, nochmal zur Sicherheit, 15.000, genau, mal 4, 60.000, hätten wir 60.000. Länger können wir nicht mehr werden, weil sonst passt unser Ding hier hinten, der Bohrer, nicht dran, wobei das müssen wir gar nicht dran bauen. Das können wir auch bauen, wenn der Rover auf Rädern steht, können wir das auch dran bauen. Ne? 60.000 Liter. Jetzt können wir natürlich nochmal träumen und das mal 3 nehmen. Dann hätten wir 180.000 Liter Fassungsvermögen. Wenn wir links und rechts, wenn wir das Ding ein bisschen breiter machen. Die Frage ist jetzt, wie groß ist ein Bohrer? Ein Small Grid Bohrer. Wenn wir den Bohrer hier nehmen und den mal auf die 9, wie groß ist der? Und den machen wir kleiner und den können wir dann wahrscheinlich da irgendwo jetzt dran packen. Genau. So. So würde der im Prinzip, das ist also ein Small Grid. Das heißt, ein Bohrer würde die Breite von diesem Teil abdecken. Von einem Container. Gehe ich mal davon aus. Dann bräuchte man 3 nebeneinander. Und vielleicht, wenn wir wollen, dann nochmal drüber, nach hinten weiter versetzt. Eine zweite Reihe, die dann, wenn man es runterklappt, entsprechend tief geht. Entsprechend tief reingeht. Ja, das wäre schon, das wird schon passen. Das wird schon passen. Das heißt, also ich würde jetzt mal so vom Konzept her sagen, wir packen hier 3 Reihen Container nebeneinander. Na, also wir haben jetzt da eine Containerreihe. Wir packen jetzt da nochmal eine Dreierreihe daneben. Wir können ja da schon mal, dann wäre das Ding so breit. Wir brauchen nochmal kurz Stahlplatten. Dann wäre der ganze Rover so breit wie das hier. Und da würden dann jetzt irgendwo die Räder dran kommen. Und drüben auch. Hier hat man dasselbe Spiel. 2, 3. Das wäre die gesamte Breite, die jetzt da ist. Dann hätten wir die 3 Container. Genau. Ja, ich würde sagen, passt. Passt, so machen wir es. Obendrauf packen wir dann Batterien und Gyroskope und so weiter und ein zweites Bohrerfeld hinten, damit wir eine zweite Bohrerei, damit wir die Höhe dann auch kriegen. Müssen wir noch ausbaldowern. Aber ich glaube, das passt schon so. Vielleicht auch 3 Bohrereien, damit wir die entsprechende Höhe haben. Ja, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Und ich packe meine Sachen hier wieder rein. Erstmal die Dinger hier rein und meine Sachen oben und gehe nochmal schlafen. Und in der nächsten Folge
sehen wir uns und bauen das Ding im Prinzip fertig. Weil jetzt haben wir noch sehr viele Überlegungen angestellt, aber ich glaube, wenn wir in der nächsten Folge das konsequent machen, dann ist der in der nächsten Folge klar. Und dann können wir tatsächlich das Ding mal testen, würde ich sagen, da draußen mit dem Eisfeld. Und mal schauen. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefällt oder wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu seid und nichts verpassen wollt, dann gerne auch ein Abo. Hilft dem Kanal und freut mich. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.